Ja, hallo Leute, heute Ausbaustufe 2. Ich habe gesagt, ich möchte die Ausbaustufe 2 in mehreren Schnitten machen. Die erste Frage ist, welche Kleidung trage ich? Ja, sag mir die Katastrophe, in der du sein möchtest, und ich sag dir, welche Kleidung du brauchst. Das heißt, das ist eigentlich das Problem. Jetzt, wenn dann der Winter kommt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zum Beispiel im Kraftfahrzeug schauen, dass wir unseren Autotank voll haben, und immer wenn er halb voll ist, dass man wieder auftankt, ist etwas, was man eigentlich das ganze Jahr über machen sollte. Da hat man nämlich Sicherheitsreserven. Gerade im Winter kann es passieren, dass wir im Schnee irgendwo stecken bleiben auf der Autobahn. Ich mache euch da mal einen Link unten rein, damit ihr euch das vorstellen könnt. Dass man da 8, 10 oder 12 Stunden im Winter im Auto verbringt, weil man nicht mehr weiterkommt, eingeschneit wird. Was wäre da wichtig? Was sollte ich im Auto haben? Ich habe also immer grundsätzlich im Winter im Auto, im Kofferraum einen Schlafsack. Das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage, um sich vor der Kälte entsprechend zu schützen. Habe ich genügend Treibstoff, kann ich natürlich den Motor laufen lassen und kann so heizen. Sollte das Ganze einmal ausfallen, wäre es natürlich günstig, wenn ich im Kofferraum ebenfalls ein paar Kerzen dabei hätte. Ebenso natürlich ganz klar, dass ich Mütze, warme Jacke entsprechend dabei habe. Vielleicht eine Thermoskanne mit Wasser, mit Tee oder was. Wenn ich dann Flüssigkeit eben dabei habe und es würde länger dauern, hätte man die Möglichkeit, vielleicht wenn man einen Kocher dabei hat, dass man eben sich einen Tee oder was machen kann. Wie gesagt, stellt euch einmal so eine Winternacht im Auto vor, bei Schneesturm ist bestimmt nicht lustig. Ansonsten habt ihr ja diese Links von mir schon gesehen, von so Schneekatastrophen, dass man sich dann natürlich entsprechend warm anziehen muss, dass man sich in Zwiebelschichten anziehen muss, ist ein wichtiger Punkt, was dazu vielleicht auch ganz generell oft bei Regen oder bei Wind, bei Kälte, wenn man über die Hose, die man anhat, zum Beispiel noch eine Regenhose hat, die hält also dann zusätzlich warm und vor allen Dingen auch trocken. Es gibt also diese ganze Regenbekleidung, die an für sich eigentlich ja von der Werbung her ganz gut ausschaut. Nur wenn man stundenlang im Regen ist, geht die Nässe auch durch diese modernen Textilien durch. Deshalb kann man die zwar haben und kann die auch tragen, aber ich würde dazu empfehlen, sich einen Regenponcho zuzulegen. Und zwar nicht einen aus irgendeinem Kunststoff, sondern ich habe hier einen gummierten. Ja, der kann 10 Stunden im Regen sein und du wirst also unter diesem Regenponcho trocken bleiben. Ist sowohl gut im Sommer wie auch im Winter, wenn mal irgendein so ein Ereignis sein sollte. Ansonsten empfehle ich eigentlich Kleidung mit viel Baumwolle, wenig Kunststoff, ob das jetzt eine Jeanshose ist, ob das jetzt eine Armeehose ist, die ich immer anhabe, ist einfach auch, wenn man irgendwie Feuer fängt oder was, ist das natürlich eine gute Sache, weil es brennt zwar, aber die Kleidung schmilzt nicht, ne? Und dadurch ist natürlich auch die Verletzungen ja nicht ganz so schwerwiegend, als wie wenn die Kleidung in die Wunde schmelzen würde. Ansonsten kann man eigentlich immer sagen, ob im Winter, klar, Winterstiefel, ansonsten bei Hochwasser oder sonstigen Ereignissen festes Schuhwerk, ja, da komme ich mit Halbschuhen also nicht weit, entsprechende Profile, wo man sich also nicht irgendwie durchtritt, ob das jetzt Bergschuhe sind, ob es entsprechende Gummistiefel sind oder ob man so Einsatzstiefel hat, die so Sicherheitsschuhe sind, muss jeder für sich dann selber wissen. Ansonsten, der Kälte ist klar, hat man eine Mütze, Gesichtsschutz. Ansonsten, man kann sich die Katastrophe nicht aussuchen. Wenn natürlich irgendwo Trümmer da sind, wo man sich verletzen kann, etc., ist es natürlich günstig, wenn man was Knitterfreies am Kopf hat. Ob jetzt das ein Kletterhelm ist, ein Fahrradhelm ist, ein Bauhelm ist oder eben so ein Einsatzhelm ist, sollte man vielleicht sich in der Ausbaustufe 2 zulegen.
Und man sieht auch hier schon, hier ist ein Gesichtsschutz mit drin. Hat man das nicht, dann wäre natürlich auch eine Schutzbrille unter Umständen vom Vorteil. Weil wie gesagt, man kann sich nicht raussuchen, welche Katastrophe das einen erwischt. Ja. Gerade im Sommer, wenn Hochwasser ist, haben wir meistens hohe Luftfeuchtigkeit, es ist heiß, die Sonne brennt runter. Wenn man einen Hut aufsetzen kann, ja, dass man also da geschützt ist, kennt ihr meinen Hut zwischenzeitlich, wäre der optimal Sonnenschutz und vor allen Dingen Schutz vor Mücken. Denn gerade in unserem Hochwassergebiet haben wir natürlich Millionen von Mücken, ja, gefühlte Milliarden. Und da ist es also wirklich gut, wenn man sich davor schützen kann. Ansonsten, wie gesagt, ist es schwierig zu sagen, was man alles so braucht. Ganz klar, wenn ich irgendwo mit anfassen soll, dass Arbeitshandschuhe natürlich wichtig sind, ob das jetzt sehr leichte sind, ob das Lederhandschuhe sind. Es gibt hier also die unterschiedlichsten Arbeitshandschuhe, sollte man natürlich griffbereit haben, ist glaube ich ganz klar. Das wäre so das Wichtigste, dass man eigentlich selber als Kleidung braucht. Also robuste Kleidung, feste Kleidung, der Witterung angepasste Kleidung und wie gesagt, ganz wichtig ist eben das Schuhwerk, ein festes Schuhwerk, damit man eben bei Trümmern, bei Schlamm entsprechend sich schützen kann und sich nicht dann auch noch was in den Fuß eintritt oder an Fuß übertritt. Das denke ich ist eine ganz wichtige Sache. Im nächsten Punkt werde ich dann euch zeigen, was man als Prepper an Werkzeugen zu Hause haben sollte. Was vielleicht ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich gerade dabei bin, wie wäre es mit einem Reservekanister im Winter im Auto? Ja, wäre noch einmal eine Reserve, die unter Umständen, wie gesagt, bei einem Stau sehr wichtig sein kann. Ich mache euch danach einmal ein paar Links unten rein. Und dass Katastrophen ganz unterschiedlich sein können, habe ich erst gestern wieder erlebt, wo ich im Einsatz war, als bei uns Teile einer Raffinerie explodiert sind. Und da haben wir wieder das Problem, hier war eine Druckwelle, hier waren Glassplitter, Ziegel, die also von den Dächern runtergekommen sind. Und ja, wie ihr schon bei der Ausbaustufe 1 von mir gehört habt, also eine Plastikplane, wo man eben das Fenster abdecken kann, ja, das würde sich da wahrscheinlich jetzt bewähren, vor allem heute Regen jetzt. Ne? Ja, so viel mal zur Ausbaustufe 2 in Sachen Kleidung. Ja. Gut, wie eine Winterjacke aussieht, muss ich jetzt nicht unbedingt vorführen. Was ich vielleicht noch drin habe, wäre hier so ein kleiner Biwaksack, wie man so einen Bergstein hat. Zum Beispiel das in Kombination eben mit so einem Schlafsack. Da kannst du bei Minusgraden draußen sein und bist eigentlich gut aufgehoben. Also würde ich gerade auch in einem Fahrzeuginnenraum im Winter natürlich entsprechend schützen. Ja, bis zum nächsten Mal, da zeige ich euch das Werkzeug und dann kommen wir zur Verpflegungsausrüstung, was man alles braucht. Bis nachher.